Supermarkt Samstag, heute mit einem neuen Bier aus Österreich. Die Experten von euch, die können schon ahnen, um was es geht. Den anderen sage ich es in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Supermarkt Samstag, der Tag der Woche, der reserviert ist für Biere, die aus einem Supermarktregal auf diesem Planeten stammen. Und ich habe heute ein Bier, das ist mir tatsächlich von ganz, ganz vielen von euch ans Herz gelegt worden. Ich soll das doch mal probieren. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon getrunken habt, die mir das empfohlen habt. Aber bei einem bin ich mir ziemlich sicher, der Herbert hat mir das empfohlen. Ich glaube, der hat es schon getrunken, aber Stefan und Klaus haben das auch empfohlen. Und da, wie gesagt, war ich mir gar nicht sicher, ob die jetzt von mir erstmal die Meinung haben wollten, ob es euch kaufen soll ob ihr es auch schon gehabt habt und nur meine Meinung hören wollt. In jedem Fall solltet ihr euren eigenen Biergeschmack entwickeln. Das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste. Und ich rede auch keinem rein bei seinem Lieblingsbier. Das ist, glaube ich, das Schönste, was einem passieren kann, wenn man ein Bier gefunden hat, was einem richtig gut schmeckt. Und da braucht ihr nicht auf Leute zu hören wie mich, was denn hier mein Lieblingsbier oder wie mein Geschmack ist, sondern ihr sollt euren eigenen Geschmack entwickeln. Und das machen wir heute mit dem Gösser Hellen. Und das ist ein neues Bier, das seit der Kalenderwoche 14 im Handel zu haben ist. Ich bin da ein bisschen rumgeschlichen und tatsächlich bei mir im Biller, bei mir um die Ecke, ist es erst gestern reingekommen. Also da hat es dann auch ein bisschen gedauert, bis die Regalplätze freigeräumt worden sind. Und das war ja auch letztes Jahr oder vor 2 Jahren, ich weiß gar nicht, wann ist das Stiegl Hell auf den Markt gekommen? Das hat Ewigkeiten gedauert. Die Supermärkte hätten das haben sollen, aber es hat Ewigkeiten gedauert, bis das dann tatsächlich in den Regalen aufgetaucht ist. Offensichtlich geht es jetzt hier dem Gösser Hellen ähnlich. Ein helles Bier, wie der Name schon sagt, kommt mit 4,4 Volumenprozent Alkohol daher. Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt sind neben Wasser hier zum Einsatz gekommen. Seit 160 Jahren braut man in Göss Bier. Das ist ja durchaus eine respektable Zeit. Und das Gösser ist die beliebteste Biermarke Österreichs. Sieht man nicht zuletzt bei irgendwelchen Sportveranstaltungen, Skirennen. Da sind sie dann ganz vorne mit dabei, auch was die Werbung angeht. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal auch im Glas an. Bitte nicht verwechseln mit dem Naturhell. Das ist ein weiteres helles, was es schon ein bisschen länger gibt aus dem Hause Gösser. Das hat nur 4 Volumensprozent. Also man versucht offensichtlich, die hellen Biere hier im Leichtsegment auch dann zu positionieren. Ist ja ohnehin ein Segment, was im Augenblick richtig gut am Wachsen ist. Klare, ja, richtig schön gelb-goldene Farbe. Ein fingerbreiter, mittelporiger Schaum, der, müssen wir nachher nochmal schauen, sich ans Glas hängen lässt. Ein bisschen Kohlensäure sieht man, die im Glas aufsteigt. Jetzt schauen wir, was die Nase sagt. Das ist in erster Linie mal schön getreidig. Und so ein bisschen grasiger Hopfen im Hintergrund, aber also die getreidigen Noten sind definitiv im Vordergrund. Ja, sehr zum Wohl. Cheers! Also, schöne Mischung aus erstmal Frische. Und einer schönen Hopfennote, die jetzt so gleich auf den ersten Blick oder auf den ersten Schluck sich durchaus auf der Zunge kenntlich zeigt. Dann ist es eher wieder auf der getreidigen Seite, was die Nase schon hat vermuten lassen. Insgesamt ein schönes mittleres Mundgefühl. Die bittere auch eher im mittleren Bereich angesiedelt. Das Bier hat 11,1 Grad Plato-Stammwürze. Eine ganz dezente Säure finde ich in dem Hintergrund, das gibt dem Bier nochmal so ein bisschen einen frischen Kick. Und ich muss auch sagen, wir reden über 4,4 Volumenprozent und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Es gibt so einen 5 Volumensprozent ist für mich so dieser Standardwert. Und wenn es der Alkohol darunter geht, dann wird es relativ schnell dünn. Es geht aber nicht linear nach oben, also es wird nicht mastiger oder beziehungsweise vollmundiger oder kräftiger, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, wenn es nach oben geht. Also es geht nur, finde ich, darunter relativ schnell und das muss dieses Bier gar nicht über sich ergehen lassen. Das ist eigentlich ein richtig, richtig schönes Mundgefühl, was man hier hat und das tut richtig gut. Schöne mittlere Malzsüße, wenig Würze, muss man auch sagen. Es ist insgesamt, finde ich, ein sehr balanciertes Bier und erfrischend süffig. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, da ist jetzt irgendwas ganz Besonderes oder da schmeckt man jetzt diese Nuance raus. Aber es ist ein sehr solides, helles und ich finde mit den 4,4 Volumenprozent, da trifft man vermutlich gerade auch so ein bisschen den Konsumentennerv. Und ich würde mal sagen, im Kreise der Braunion überlässt man da auch nichts dem Zufall. Also das wird schon mit Marktstudien
einhergegangen sein, dass man dieses Segment da kräftig besetzt. Vom Körper her würde ich sagen, ein schöner, schlanker Körper, Tendenz nach oben, spritzerige Kohlensäure und eine glatte Textur. Das ist aber super, das ist mega süffig. Also das ist wirklich ein Bier, das kann man so unter diesem Kategorie Schüttbier abhandeln. Das geht, glaube ich, bei jeder Temperatur, sowohl vom Bier als auch bei Außentemperaturen. Und ja, ist ein richtig, richtig gut durchtrinkbares Bier. Und im Nachtrunk merkt das jetzt gerade wie die bittere. Die gibt wieder so ein bisschen Gas. Also das Malz zieht sich ein bisschen zurück. Die bittere wird ein bisschen von der Kette gelassen. Und der fehlt jetzt gerade so ein bisschen der Konterpart, weil ja eben auch relativ wenig bei diesem Bier dann auch da ist. Aber ich finde das jetzt, ich persönlich, gar nicht so schlimm. Aber es ist dann doch so in Summe relativ eindimensional. Aber gute, solide Brauarbeit, die Gösser Brauerei da hingelegt hat. Das Gösser Helle, das neue Bier aus dem Hause der Brauerei Göss im Verbund der Brauunion von ProbierTV, gibt es dafür 3 von 5 möglichen Punkten für das Gösser Helle. Und dann soll es das von meiner Seite aus heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch kein Abo vom Kanal habt, dann schnell da unten einen nachlösen. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit der nächsten Bierverkostung oder halt erst am Montag. Werden wir mal sehen. Bis dahin sage ich Tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.